Jim Cramer, der Börsenclown von CNBC, bringt es auf den Punkt, als er gestern sagte, die Pleite der Silicon Valley Bank, die war ein Glücksfall, hätte nichts Besseres passieren können, denn ansonsten hätte die Fed die Zinsen weiter angehoben, deutlich weiter angehoben, das hätte die Wirtschaft gecrashed und viel Schlimmeres wäre passiert, vor allem für die Aktienmärkte. Deswegen hätten die Aktienmärkte diese Rallye der Silicon Valley Bank Pleite zu verdanken. Da ist durchaus was dran. Ich hatte gestern ja das Video gemacht, Nasdaq, Bankenpleiten sind bullish und es ist ja so, dass bis exklusive gestern an 5 Tagen die Märkte gefallen sind, an 13 gestiegen. Gestern sind wir auch etwas gestiegen, also jetzt das Verhältnis 5 fallende Tage, 14 steigende Handelstage. Und die Bullenthese lautet, naja, wir kriegen vielleicht so eine kleine Rezession, aber nicht schlimm. Es reicht aber, um die Inflation nach unten zu bringen und die Zinsen nach unten zu bringen. Und die Unternehmensgewinne sind flat, also steigen nicht, aber fallen auch nicht. Das ist das Optimalszenario, das die Bullen hier sehen. Gucken wir nochmal in den März zurück. Wir hatten jetzt die zweit- und drittgrößte Bankenpleite in der Geschichte der USA in diesem März. Wir haben Interest Rates so hoch, also Zinsen so hoch wie seit dem Jahr 2007 nicht mehr. Wir haben praktisch den Kollaps der Credit Suisse gesehen, die Notübernahme durch die UBS. Da sind noch einige Punkte, zu denen ich gleich komme. Und wir haben jetzt die Situation, dass die Aktienmärkte gestiegen sind, als wäre die Krise vorbei. Die Regionalbanken dagegen sind nach wie vor ziemlich ausgebombt, die Aktien derselben. Gold steigt, als hätte die Fed den Pivot schon gemacht und so weiter und so fort. Also es ist so ein bisschen skurril, könnte man sagen, wenn wir hier diese Entwicklungen dann mit den Marktereignissen vergleichen. Jetzt, wie gesagt, 14 Tage ist die Bilanz, oder 14 positive Tage, nur noch 5 negative Tage. Die Bilanz inklusive gestern der S&P 500 jetzt etwa da, wo er gewesen ist, als Silicon Valley pleite gegangen ist. Gestern hier Michael Burry gesagt hat, ich habe jetzt kapituliert. Ich entschuldige mich dafür, dass ich zum Verkauf geraten hat. Von Michael Burry gleich mehr. Aber schauen wir uns hier mal die Indizes an. Wieder mal Nasdaq 100 vorne. Und Nasdaq dagegen etwas schwächer, vor allem S&P und Dow Jones und auch der Russell 2000. Hier sehen wir unten mal das Volumen, wieder mal miserabel, 69 Millionen Kontrakte, vorgestern 77, davor 62, davor 72. Also ein dünnvolumiges Ding, was da derzeit passiert. Und ich hatte gestern im Video auch gezeigt, dass alleine Apple, Nvidia und Microsoft 91% des Anstieges ausgemacht haben. Nimmt man ein paar andere Aktien dazu, wie Tesla, Amazon, Meta, dann ist das sogar 160%. Das heißt nichts anderes, als dass die meisten Aktien nach wie vor fallen, selbst im Nasdaq. Hier sehen wir mal den Nasdaq Composite. Die Aktien, die über ihrer 200-Tages-Linie handeln, ist gefallen von 34% gestern auf jetzt 28%. Stand Ende gestriger US-Handel. Gestern Nasdaq ja knapp 1% im Plus, aber dennoch sind etwas mehr Aktien gefallen als gestiegen. Das sagt so ziemlich alles. Und wir hatten ja solche Phasen, wo wir weiter steigende Aktienindizes gesehen haben, aber immer mehr Aktien eigentlich gefallen sind, was dann kaschiert wird, weil eben Apple und Co. so schwergewichtig sind. Hier sehen wir das nochmal, Nasdaq, unten der Triple Q im oberen Chart und im oberen Chart die obere Grafik, das ist die Advanced Decline Linie, also die anzeigt das Verhältnis zwischen steigenden und fallenden Aktien, ziemlich nach unten gekommen. Jetzt Michael Burry dann auch mit dem Tweet, seit den 1920er Jahren gab es noch nie so viele, eine solche Buy-the-Dip-Mentalität wie in der jetzigen Generation. Denn hier dieses Buy the Dip, das hatte funktioniert in letzter Zeit. Dennoch Bullish Percentage Index, also praktisch ein Maß für Überkauftheit oder Überverkauftheit, ist nach wie vor überverkauft, weil eben die meisten Aktien schlichtweg nicht steigen, sondern nur die ganz wenigen steigen und damit die Indizes ins Plus ziehen aufgrund ihrer Gewichtung. Das bedeutet, wir könnten jetzt die absurde Situation mal bekommen, dass dann die anderen Aktien, die bisher gefallen sind, vielleicht mal steigen, aber die Dickfische, die bisher eben
ebenso stark gestiegen sind, dann nicht mehr steigen, sondern fallen, mit dem Resultat, dass zwar mehr Aktien steigen als fallen, aber die Indizes dann trotzdem negativ sind. Genau das Gegenteil sehen wir jetzt ja. Weniger Aktien steigen, Indizes aber positiv. Also es ist schon eine verrückte Welt. Hier sehen wir mal die Gewichtung etwa im Nasdaq 100, Microsoft und Apple über 12%, dann Amazon 6, Nvidia 5 und dann die Alphabets und die Tesas und die Metas dieser Welt, aber absolut dominant. Und hier nochmal die Frage nach dem QE, nach dem Quantitative Easing. Ja, es ist so, die Banken verlieren Mitteleinlagen oder Kundeneinlagen, holen sich das Geld wieder oder füllen diese Lücke auf über die Fed, die also mit ihrem Discount Window den Banken ermöglicht, diese abfließenden Gelder zu ersetzen. Allerdings zahlen sie dafür eben heftige Zinsen. Insofern, die Kunden haben das Geld woanders hingepackt, nämlich in Geldmarktfonds. Die Banken ersetzen diese abgeflossenen Kundengelder durch Liquidität durch die Fed. Insofern ist das schon ein kurzfristiger Liquiditätszuwachs. Aber was passieren wird, ist eben, dass die Banken jetzt, ja vorher mit dem Geld der Kunden super arbeiten konnten, da haben sie praktisch kaum Zinsen drauf gezahlt, konnten das Geld selber etwa gut verzinst anlegen. Jetzt müssen sie die 4,5 oder 5% Zinsen an die Fed zahlen. Damit ist praktisch ihr Geschäftsmodell im Eimer. Damit werden sie weniger Kredite vergeben. Das heißt, kurzfristig haben wir jetzt vielleicht eben die Situation, dass Liquidität gestiegen ist, aber was dazu führt, dass, weil die Banken jetzt praktisch, die Regionalbanken, ihr Geschäftsmodell verlieren, die Kreditvergabe deutlich eingeschränkt wird, sodass Liquidität wieder rausgezogen wird, und das dürfte mehr sein, als derzeit jetzt mit der Fed reingekommen ist. Die Geldmenge M2 ohnehin gesunken, wie ich gestern schon gezeigt habe, um über 7%. Jetzt haben wir neue Daten zu den Zuflüssen in Geldmarktfonds. Die sind jetzt nur noch um 66 Milliarden Dollar die Zuflüsse gestiegen auf jetzt insgesamt knappe 5,2 Billionen Dollar. Also wir sehen, in der Vorwoche waren wir noch bei 117,4 Milliarden Zufluss, jetzt nur noch 66 Milliarden, also halbiert in etwa. Aber dennoch, wir sehen weiterhin also die Zuflüsse in die Geldmarktfonds und die Abflüsse eben der Banken. Wir gucken uns jetzt hier mal die Fed-Bilanz an, und hier gibt es jetzt neue Daten von gestern oder Stand 29.03. Da ist die Fed-Bilanz nach dem Anstieg von 400 Milliarden Dollar wieder ein bisschen gefallen, nicht viel, von 8,733 Billionen auf 8,705 Billionen. Wir sind also um und bei 28 Milliarden Dollar gefallen in der Fed-Bilanz. Interessante Beobachtung, weil die Logik ja lautet, okay, steigende Fed-Bilanz, Summe ist positiv für Nasdaq, fallende ist negativ für Nasdaq. Wir sehen jetzt, dass auch die Notkredite der Banken ein bisschen zurückgegangen sind. Wir sind jetzt bei 152,6 Milliarden Dollar. Wir waren bei 163,9 Milliarden Dollar in der Vorwoche. Also die Notkredite, die die Banken bei der Fed holen müssen, wie gesagt, teuer verzinst, was dann dazu führt, dass ihre Kreditvergabe im Folgenden eingeschränkt wird. Und jetzt sagt man ja, Bankenkrise ist vorbei, wir sehen gewisse Beruhigung, allerdings weiter fließt Geld ab von den Banken. Aber so fragt Jim Bianco, warum sind dann die Bankaktien nach wie vor so schwach? Da gibt es ja zwei Indizes oder zwei ETFs, am genauesten gesagt, den KBW und den, also es gibt Regionalbankenindex und Großbankenindex, könnte man sagen. Beide sind deutlich schwächer nach wie vor als eben der S&P 500. Das bemerkt hier Jim Bianco und verweist nochmal darauf, okay, schaut euch dennoch mal eben die Geldmarktzuflüsse an, wie das hier in der rechten Grafik zu sehen ist. Es ist zwar ein bisschen zurückgegangen, aber es ist extrem hoch. Das ist sozusagen eben ein Trend, der weitergeht. Was ist eine Bank? Ist sie praktisch nur eine Geldverwahrstelle oder ist sie eigentlich eine Kreditvergabestelle? Beides natürlich, aber eines ist klar, wenn die Banken weniger Kredite vergeben, und das wird passieren, gerade bei den Regionalbanken, vielleicht auch bei den Großbanken, dann wird eben Liquidität aus dem System gezogen, und die Banken haben das gleiche Problem wie die Fed selbst, denn
Sie haben ja Staatsanleihen gekauft, Mortgage-Backed Securities, als die Zinsen bei Null waren, die Kapitalmarktzinsen. Und jetzt sitzt man auf unrealisierten Verlusten. Das war ja der Grund der Pleite der Silicon Valley Bank, dass sie aus unrealisierten Verlusten realisierte Verluste machen mussten, weil sie durch die Abzüge der Kundengelder praktisch Liquidität generieren mussten, dadurch die Anleihen aus ihrem Portfolio verkaufen mussten. Das Problem hat die Fed auch, aber die kann natürlich das Ganze ein bisschen besser aussitzen. Und die Frage, wie es jetzt weitergeht, hängt vielleicht auch von den Inflationsdaten heute ab. Wir kriegen die PCE-Preisentwicklung, Verbraucherpreise, also für den Monat Februar. Nun ist das schon ziemlich lange her. Wir haben jetzt den letzten Tag im März, Februar. Das ist eine Welt von gestern. Da gab es diese ganze Banking-Crisis noch überhaupt nicht. Erwartung jedenfalls 5,1%. Wäre dann wieder ein Rückgang. PCE, Personal Consumption Expenditure, ist für die Fed sehr wichtig. Die Märkte beachten es etwas weniger als die CPI-Daten. Für die Fed ist es wichtig, weil man versucht, damit eine dynamischere Inflationsanalyse zu machen. Da werden Produkte höher gewichtet, wenn man sieht, sie werden mehr gekauft und andersrum etc. Also das ist heute um 14.30 Uhr das, was sicherlich im Fokus der Märkte stehen wird. Und jetzt die Frage, ja, wie schaut es denn aus mit den Zinsanhebungen im Mai? Jetzt haben wir wieder die Situation, dass die Wahrscheinlichkeit, die in den Fed Fund Futures eingepreist ist, ein Ticken höher ist, dass doch noch eine Zinsanhebung passiert, nämlich 53,1% zu 46,9%. Wir sehen also, als die Bankenkrise noch sehr vulkanartig tobte, da ging die Wahrscheinlichkeit gegen Null, dass die Fed die Zinsen anhebt. Jetzt haben wir so eine gewisse Beruhigung, kann man sagen, und die Rate-Hike-Odds, die steigen wieder. Ein Problem der Banken insgesamt ist auch Büro. Leerstand ist dieser ganze Commercial Real Estate Bereich hier jetzt etwa aus Manhattan. Da hat man ein riesiges Thema. Jones Lang LaSalle, die sagen, dass mehr als 16% der Büroflächen leer steht. Tendenz weiter steigend, weil weiter zugebaut wird, neue Büros gebaut werden. Das sind Investmententscheidungen schon vor 5 Jahren. Das dauert ja, bis sozusagen die Entscheidung fällt, okay, wir machen das, dann muss die Finanzierung her, dann muss all das organisiert werden. Das ist damals wie bei den Schiffen kurz vor der Finanzkrise. Da hat man riesige Schiffsvolumina bestellt, dann kam die Finanzkrise und dann kamen die Schiffe und keiner brauchte sie mehr, weil eben die Wirtschaft so deutlich abgeschwungen war. Also das ist ein Riesenkomplex, eben diese ganze Geschichte um Gewerbeimmobilien. Jetzt offenkundig die Situation, dass Trump doch verhaftet werden wird. So melden es die Agenturen wegen der Zahlungen an Stormy Daniels, der Paul Dame, da hat der Trump mit der natürlich nichts gehabt, meine Damen und Herren. Na, der Trump ist doch nicht, der lebt also keusch wie ein Mönch, das wissen wir alle. Und Trump hat da gleich natürlich ziemlich vom Leder gehauen und gesagt, das ist Election Interference, das ist sozusagen Wahlbehinderung. Er ist ja oder kandidiert ja für die Republikaner oder will sich da durchsetzen im Rennen, um dann Präsidentschaftskandidat zu werden. Wenn wir jetzt mal nach Europa kommen, dann haben wir hier um 11 Uhr die Verbraucherpreisdaten. Wichtig, gestern die deutschen Daten ja höher als erwartet, in Spanien niedriger als erwartet. Also schwieriges Bild. Kasachs, der litauische Notenbankchef, hat gesagt, rates still need to rise to fight inflation. Also der will weitermachen mit der Bekämpfung der Inflation durch Zinsanhebungen. Deswegen die Daten da heute im Fokus. Wir sehen bei den Importpreisen in Deutschland geht es doch ziemlich deutlich nach unten. Die sind jetzt um 2,4% zum Vormonat gefallen. Erwartet war ein Rückgang von 1%. Vor allem Energieimporte sind eben deutlich günstiger geworden. Das macht hier den Unterschied. Und wir sehen aber auch deutsche Konsumdaten, Einzelhandelsumsätze, minus 1,3, eigentlich plus 0,5 erwartet zum Vormonat und zum Vorjahresmonat. Minus 7%, eigentlich erwartet nur minus 5,1%. Also man sieht, da geht es zurück mit dem Konsum. Ich weiß nicht, ob die Daten inflationsbereinigt sind. Wenn nicht, dann wäre der reale Rückgang ja noch viel größer.
des deutschen Konsums. Drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Blick auf europäische Anbieter, hochgehebelte Immobilienaktien. Da sind einige im Fokus der Shortseller. Hochinteressant, welche Aktien das sind. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, meine Damen und Herren. Hier nochmal die Notkredite der Fed an Banken sind rückläufig. Hier sehen Sie genau die Zahlen, was, wieso und warum das wichtig ist. Zweite Empfehlung. Dritte Empfehlung. Bank of Japan sitzt in der Falle und muss jetzt mit einem neuen Notenbankchef sich neu orientieren. Ein großartiger Artikel von Hannes Zipfel mit den ganzen Verflechtungen, die weltweit hier vorhanden sind, denn die japanische Notenbank besitzt extrem viele Staatsanleihen von verschiedenen Ländern. Also das ist ein Politikum, das könnte eines der ganz großen Themen der nächsten Monate werden. Drei Empfehlungen, 14:30 reinschauen bei Finanzmarktwelt. Ich sage Servus und Ciao.